Norm Wagner, du bist heute hier beim AGF-Forum 2022, der Jahresveranstaltung der AGF-Videoforschung, und du bist hier als Vorstand der OWM, also der Vereinigung werbungtreibender Unternehmen des Markenverbandes. Welchen Auftrag haben dir denn deine Mitglieder mitgegeben? Was sollst du hier erfüllen? Ja, also vor allem, ich meine, AGF steht für Reichweitenforschung. Ja? Und Reichweite ist für uns etwas, was für Marken natürlich essentiell wichtig ist. Also wie erreiche ich meine Konsumenten mit unseren Botschaften? Wie kann ich es aber auch nachweisen, dass ich sie erreicht habe? Wie kann ich planen, dass ich effizient meine Kampagne aussteuere? Und das sind natürlich Themen, die uns in einer immer fragmentierteren Medienwelt sehr beschäftigen. Und jetzt hier auf dem Forum mit zu diskutieren oder auch die neuesten Entwicklungen mir anzuhören und dies dann auch die Interessen der Mitglieder zu kommunizieren, das ist schon ein wichtiger Auftrag, weil am Ende leben wir davon, dass wir starke Marken haben. Ich habe bei der Vorbereitung auf das Gespräch eine Gemeinsamkeit von uns beiden festgestellt. Du bist gelernter Werbekaufmann. Hier sitzt eine Werbekauffrau. Gibt es den Beruf heute überhaupt noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so wird er nicht mehr bezeichnet. Ja, aber ich weiß, dass man natürlich immer noch Ausbildung in dem Bereich machen kann. Und das weiß ich, weil meine Tochter auch gerade in die Richtung geht. Sie ist zwar noch nicht ganz in der Ausbildung. Sie ist jetzt auf der Fachoberschule für Gestaltung in München und macht aber schon Ausbildung oder Praktikum parallel in der Agentur. Und ja, nach meinen Eltern würde meine Tochter dann die dritte Generation der Werbung sein, weil meine Eltern auch beide schon in der Werbebranche waren, auf Agenturseite. Und ja, also offensichtlich kann man auch heute noch in die Branche gehen. Und ich kann es auch heute noch empfehlen. Das höre ich sehr gerne, weil viele junge Leute wissen ja gar nicht, was für Optionen sie alle haben. Ja. Du hast Karriere gemacht, du hast Agenturen geleitet, bist heute Leiter Media für die Deutsche Telekom. Wie siehst du denn heute Fern? Mittlerweile wieder differenzierter. Man hat natürlich so den ersten Boom, oh, ich kann jetzt on demand und die Serien-Highlights, die man dann plötzlich gebingewatcht hat. Aber ich ertappe mich persönlich immer häufiger, wie ich doch mal sage, oh, ich hätte keine Lust, irgendwie 15 Trailer, 20 Trailer anzugucken, sondern schalte auch mal wieder lineares TV ein. Wobei hier muss ich zugeben, viel Showformat. Also momentan donnerstags, freitags Voice of Germany. Da bin ich sofort dabei und wenn ich eine Folge verpasst habe, bin ich aber froh, die On-Demand mir dann wieder anschauen zu können. Und ja, insofern, ich weiß nicht, es gibt sowas wie Vegetarier, Flexitarier, keine Ahnung, bin ich Flexi-Viewer oder so, dass ich je nachdem, wonach mir ist, wie viel Zeit ich habe. Und ja, aber es kommt auch mal vor, dass ich einen Abend zwei Stunden lang TikTok schaue, weil ich auf gar nichts Lust habe, was der Big Screen ist. Wow, wir haben ja gerade eben erfahren durch die Kantar-Studie, ne, dass auch zunehmend ältere Menschen, dazu zähle ich uns jetzt einfach mal, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, nein, absolut. Tatsächlich, das letzte Jahr der werberelevante Zielgruppe. genau, tatsächlich auch zu TikTok wechseln. Machst du das, um zu schauen, wo sich deine Tochter bewegt oder aus eigenem Interesse? Nein, gar nicht. Das ist ja bei TikTok hast du ja nicht den Social Graph, wo du sagst, jetzt sehe ich meine Tochter oder so, wobei die da gar nicht so viel macht. Die ist ganz vernünftig, was den eigenproduzierten Content betrifft. Nein, es ist einfach Unterhaltung. Dieser Algorithmus ist extrem gut da drin, Interessen zu erkennen und stellt mir quasi ein sehr unterhaltsames Programm zur Verfügung. Würde ich nur das gucken, würde ich wahrscheinlich verblöden. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich noch andere Sachen schaue. Aber ab und zu ist das ganz, ganz unterhaltsam. Und ich habe auch mittlerweile in meinem Feed sehr viel wissenschaftlichen Content, also Dinge, die mich auch interessieren. Also die Vielfalt ist schon enorm. Und halt eben ja, mit einem Algorithmus als Programmplaner, aber auch das brauche ich nicht jeden Tag. Aber auch hier sehe ich, es ist ganz gut, wenn jemand anders das Programm macht. Und wenn ich die reinen Plattformen wie Netflix oder Prime, bin ich der Programmplaner. Man sagt zwar, das ist das Tolle daran, man ist selber der Programmdirektor, aber manchmal hat man einfach auch keine Lust dazu. Du bist hier auf dem Panel, um quasi auch über die Zukunft der Mediaplanung und Reichweitenforschung zu sprechen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da haben wir fast von Hand Werbeplätze belegt. Da hat die Privaten gerade ihr Aufkommen und du warst irgendwie froh, wenn du beim Blockbuster in der Nähe gelandet bist. Wie funktioniert denn Mediaplanung heute? Naja, also der Punkt ist oftmals leider in Silos.
Und das ist ja auch die große Schwierigkeit. Also natürlich kann ich ein Silo, wenn ich TV ist ein großes Silo, wo ich einen guten Datenbestand über die einzelnen Sender habe, gehe ich drüber hinaus, wird es schon wieder schwieriger. Ja? Und die Frage ist ja auch, was für eine Zielsetzung habe ich. Ja? Digital hatte oftmals die sehr Performance-Outcome-orientierte Planung, wo ich messen kann, was kriege ich zurück. Ja? Also wie viel Visits, wie viel Return on Invest nach Abverkäufen etc., was ich durchmessen kann. Aber halt auch teilweise Plattform für Plattform. Ja? Und das andere ist ja die Massenkommunikation und Bedürfnisse zu wecken. Also ich sag mal, das eine ist gut, programmatische Planung, Bedürfnisse zu erkennen und dann die Werbung auszuspielen. Wenn ich sehe, ey, der interessiert sich für Telekommunikation, der will gerade ein Fahrrad, also ich suche gerade ein E-Bike. Und da ist alles voll jetzt, ja? Weil das ist die Algorithmen sehr gut sind zu erkennen, hey, der ist jetzt in Market für ein E-Bike, aber ich sehe nur noch E-Bike-Werbung. Der Punkt ist der Schritt vorher, ja? Mir Lust zu machen auf beispielsweise ein E-Bike, also ein Bedürfnis zu wecken, da ist das digitale Ökosystem eine absolute Katastrophe. Das ist quasi unfähig, weil was wir dafür brauchen, ist Reichweite und eine effiziente, wirksame Kontaktfrequenz. Mhm. Lasse ich einen Algorithmus auf Reichweite optimieren, optimiert er möglichst viele Leute mit einem Kontakt. Aber mit einem Kontakt schaffe ich keine Chance, ein Bedürfnis zu entwecken, es sei denn, es ist ein Produkt, keine Ahnung, was so herausragend ist wie sonst irgendwas, aber das ist ja selten. Und jetzt wird das Schwierige in der Mediaplanung, Cross-Media, Reichweite und Frequenz zu optimieren. Ich übersetze das mal für mich als Laien und du korrigierst mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Also es gibt immer mehr verschiedene Medien, digital, Fernsehen, Zeitschriften, Social Media. Und die Kunst ist für dich als Mediaplaner, für dich als Unternehmen, wo erwischst du mich? Wenn ich jetzt nur einmal Fernsehe, an welcher Stelle erwischst du mich noch? Ja, es geht sogar noch weiter. Also selbst wenn du nicht nur einmal Fernsehen guckst. Nehmen wir mal an, ich habe eine Daily Soap. GZSZ. Ja? 2 Millionen Zuschauer jede Folge, 4 Werbeblöcke, ja? Oder sagen wir 5 Werbeblöcke, dann habe ich 5 Werbeblöcke, 2 Millionen Kontakte, habe ich 10 Millionen Kontakte an einem Tag, mache das 10 Tage, habe ich 50 Millionen und das mache ich 10 Wochen, habe ich 500 Millionen Kontakte, ja? Was riesig ist. Aber ich habe am Ende nur 2 Millionen Leute erreicht, weil diese Serie immer nur von den 2 Millionen geschaut wird. Und das ist das Problem, was ich im Digitalen häufig habe. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt 2 Millionen erreicht oder 50 Millionen, aber nur einmal. Dass das einen riesen Unterschied macht auf meine Werbewirkung, ist, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich. Also würde ich einen TV-Plan machen, wo ich nur jeden Werbeblock einer Daily Soap belege, wäre das eine Katastrophe. Also da könnte ich das Geld gleich verbrennen. Im TV weiß ich es, dank den Daten, die wir über eine AGF zum Beispiel haben. Im Digitalen weiß ich das nicht. Im Digitalen weiß ich es vielleicht für ein Silo, aber schon gar nicht mehr über die Silo hinaus. Und wenn man einen Fernsehsender oder eine Sendung wie ein digitales Silo begreift, also sagt man, die Webseite ist wie die Daily Soap da, die ist da, die ist da, und ich belege nur das, weiß ich nicht, was ich bekomme. Und das ist kein guter Plan. Und da müssen wir von weg. Und das ist unser Problem, das wir haben, und deswegen brauchen wir Cross-Media-Planung, Planungs- und Reporting-Instrumente. Nun hat die ACMA und die AGOF verkündet, dass sie auch eine cross-mediale Reichweitenforschung etablieren wird und Daten zur Verfügung stellen möchte, parallel zur AGF quasi. Ist das für euch als werbungtreibende Industrie, da könnt ihr euch die Hände reiben, weil zwei um eure Gunst buhlen? Also ich kenne zu wenig von dem, was sie vorhaben und habe auch noch nichts gesehen. Insofern kann ich da relativ wenig zu sagen. Grundsätzlich finde ich, eine Währung halte ich für sinnvoll, weil das ist etwas, wo man sich drauf einigt, wo man sagt, als Markt drauf einigen, sagt, okay, so verstehen wir die Welt, das ist das, was ich bekommen habe. Aber es gibt auch unterschiedliche Interessen. Für mich als großer Werbungtreibender habe ich ein sehr klares Bild davon, in welche Richtung ich, da brauche ich definitiv nur eine Währung. Oder einen Standard, für den ich mich entscheide. Also wir werden keine 2 Standards in einem Unternehmen sehen. Glaube ich nicht. Aber am Ende ist das ein freier Markt. Kann jeder,
kann jeder versuchen, was er will. Aber wir haben eine Entwicklung, die ja grundsätzlich positiv ist. Ja, es wird sich mit beschäftigt, ein Bedürfnis im Markt gerecht zu werden, um wirklich eine eklatante Lücke, die wir haben, in unserer Mediaplanung zu schließen. Und das ist ja das Positive an der Stelle. Das andere Positive ist, es ist ein großes Zukunftsfeld. Die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt der Reichweitenforschung. Und deine Tochter, die ja quasi in deine Fußstapfen tritt, hat da auch noch was zu tun. Ja, ich hoffe nicht mehr so viel. Und vielleicht kann sie mal sagen, also das war mal was, was die Elterngeneration nicht kaputt gemacht hat. Ja, wie so vieles, was wir leider kaputt gemacht haben für unseren Nachwuchs in unserer Gesellschaft. Aber vielleicht haben wir das mal geschafft, dass wir das repariert haben. Vielen Dank für das Gespräch, Norm Wagner. Gerne.